GTA 5, aber jedes Mal, wenn ich mein Auto crashe, kriege ich ein schnelleres Auto. Mal wieder müssen wir 5 verschiedene Aufgaben von Clifford erledigen und jedes Mal, wenn unser Auto etwas crasht, wird es immer ein paar km/h schneller. Schaffen wir alle 5 Challenges, bevor wir das letzte Auto freigeschaltet haben und es explodiert, das erfahrt ihr in dieser Episode und lasst einen Daumen nach oben da für den nächsten Teil. Yo Leute, was geht? Heute haben wir auf jeden Fall eine weitere Auto-Upgrade-Challenge mit 5 Aufgaben. Ihr kennt die Regeln natürlich, Leute, und wir starten mit einem recycelbaren Karton, auf dem 4 Reifen platziert sind. Junge, was ist denn das für ein Auto? Aber man muss eins sagen, Leute. Ich glaube, dieses Teil wird durch den TÜV kommen, denn es hat einfach 4 Reifen, 2 Scheinwerfer und es hat natürlich ein Lenkrad und sogar noch einen Spoiler. Also wenn das nicht für Performance steht, dann weiß ich auch nicht. Und da ist sogar, Leute, sogar ein Handabdruck. Wahrscheinlich hat das Ding sogar noch Keyless Go. Aber ja, mal schauen einfach mal, wie schnell dieses Auto ist. Deswegen würde ich sagen, gebe ich jetzt Vollgas. Und dafür lasst ihr jetzt alle einen Daumen nach oben da. In 3, 2, 1 und... Oh, das ist die maximale Geschwindigkeit. Das ist die maximale Geschwindigkeit, mit der das Auto fährt. 1 km/h. Es fährt wirklich nur 1 km/h. Bruder, da ist ja zu Fuß laufen sogar schneller als das. Warte mal, ich versuche mal mit den beiden dort Stress anzufangen. Hey Jungs, habt ihr irgendwie ein bisschen Bock zu beefen? Ne? Ich ziehe euch ab hier mit dem Auto. Achtung. Das zählt aber nicht als Crash, weil ich glaube, Leute, wir sind so unglaublich langsam. Hey, 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 wo hast du deine Pistole her? Bro, lass es bitte. Ja, genau. Zieh sie wieder zurück. Kannst du vielleicht von meiner Motorhaube weggehen? Ich sehe sonst nicht. Dankeschön, Dankeschön. Ganz komische Typen, Leute. Auf jeden Fall warten wir mal auf unsere erste Aufgabe. Und die wird natürlich wieder unser Lieblings-KI-Roboter Clifford beantworten. Ah, und ich sehe, Leute, er ruft bereits an. Dann hören wir uns mal gemeinsam an, was er zu sagen hat. Hallo, Herr Clintonne. Ich bin's wieder, deine lieblingskünstliche Intelligenz Clifford. Was geht? So, du hast 5 neue Aufgaben, die du erledigen musst. Und wenn du dein Auto crashst, wird es schneller. So, deine erste Aufgabe. Fordere ein Auto zu einem Rennen heraus. Ob du gewinnst oder nicht, ist hier egal. Du hast eh keine Chance. Tschüss. Was? Ich soll mit dieser Kiste ein Auto zum Rennen auffordern? Okay, naja, Leute, ich weiß nicht, wie ich mit dem Ding ein Auto zum Rennen auffordern soll, aber ja, wir müssen erst einmal probieren hier. Wow, das Teil kann sogar driften. Guckt es euch an, Leute. Einmal mal kurz. Junge, das Ding ist zu langsam, sogar für einen 360. Wisst ihr was? Ich habe auf dieses Auto keinen Bock und ich glaube, wir haben sogar einen platten Reifen drauf bekommen. Leute, ich habe keinen Bock auf dieses langsame Auto. Ich möchte das erste Upgrade und deswegen crashen wir in die Wand in 3, 2, 1 und boom, Leute. Da haben wir auf jeden Fall das nächste Fahrzeug und, Junge, was ist das bitte für eine Schrottkiste? Okay, gucken wir mal, wie schnell der fährt. Okay, ich habe noch nicht Vollgas gegeben, aber wir sind schon mal einiges schneller und, ja, Leute, es sind einfach 10 km/h, mit dem ich mit diesem Wagen fahren kann. Alles klar, Leute. So, dann suchen wir uns mal jemanden, mit dem wir ein Rennen veranstalten können. Ich glaube, da müssen wir uns einfach eine Ampel stellen und dann einen Burnout machen. So kann man nämlich ein Rennen mit einem NPC starten. So, einmal Vollgas. Und Leute, ich kann Burnout machen, aber der lässt mich einfach nicht schneller fahren. Wahrscheinlich ist da so ein Begrenzer drin, ne? So, Moment, jetzt ist die Ampel grün. Das wollte ich gar nicht. Moment, 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 Moment. Warte, warte. Nein, 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 LKW-Fahrer, fahr, 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 fahr. Ich will nicht mit dir ein Rennen machen. Ich will das mit einem anderen NPC machen. Na, wir müssen natürlich auch vorsichtig sein, gerade nicht zu crashen. Und das ist ja echt super. Moment, ich versuche mal den jetzt noch im Rennen zu veranstalten. Ey, 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 Sie, Mister, dort hinten. Hallo, hallo. Okay, warte mal, Leute. Wir probieren, ob es wirklich funktioniert. So, wir stellen uns neben ihn. Was geht ab, Bruder? So, okay. Und let's go, let's go, let's go. Und der fährt auch, Leute, weg wie ein Blitz. Und, oh mein Gott, ich habe absolut keine Chance. Aber ihr seht, er zieht weg. Das war jetzt kein krasses Rennen, aber ich glaube, wir haben die erste Aufgabe geschafft. Clifford, die Aufgaben sind zu leicht. Gib mir eine schwerere. Ah ja, und da ruft er schon wieder an. Gucken wir mal, was die zweite Aufgabe wird. So, deine zweite Aufgabe. Raube 2 Tankstellen aus. Viel Spaß. Yo, warte mal. 2 Tankstellen soll ich ausrauben? Erst einmal, wie lange wird es wohl dauern, bis ich überhaupt in eine Tankstelle reinfahren kann, weil ich einfach so langsam bin mit diesem Auto? Oh mein Gott, das ist ja richtig von Nachteil, wenn man nicht crasht. Meint ihr, wir sollen das nächste Mal crashen? Komm, weißt du was? Ich nehme jetzt einfach mal diese Laterne als Anlass, um da jetzt einfach mal voll drauf zu crashen. Und... Yo! Und...
Moment mal kurz. Das Auto sieht ja noch dreckiger und verrosteter aus als das alte. Moment, ich stelle mich mal kurz hier hin. Also, ich weiß nicht, ob das Ding wirklich schneller ist. Hey, hey, alles gut, Junge. Bitte lass mich... Oh mein Gott, von innen sieht das Ding ja super räudig aus. Sogar das Dach ist verrostet. Alter, hat das Teil überhaupt Spiegel? Nein, es hat keine Spiegel, keine Innenspiegel, Außenspiegel. Also, ich sag's mal so. Das Teil aus Pappe hätte den TÜV bestanden. Das hier nicht. Okay, Leute, um die Qualität sollen wir uns mal nicht sorgen. Aber was hat das Teil eigentlich drauf? Kann es schneller fahren? Es hat nicht mal ein Kennzeichen, Leute. Okay, dann würde ich sagen, geben wir Vollgas und let's go! Oh, okay. Okay, der Wagen ist gar nicht so ultra langsam. Wir haben zwar übelsten Burnout gerade auf den Reifen, also ich muss ein bisschen weniger Gas geben. Aber ja, 24 km/h können wir gerade fahren. Und ich sag's mal so, das ist gerade so langsam, wie man mit einem E-Scooter fährt. Also ich glaube, ich halte den Verkehr auch hinter mir. Oh, da ist gar kein Verkehr. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie so ein E-Scooter auf der Straße gerade fährt. Lalalala. Okay, Leute, vielleicht drehen wir mal das Radio auf. Hören wir mal hier ein paar Songs. Okay. Okay, den Song habe ich noch nicht gehört. Wer singt das? Der klingt mir... Der kommt mir ein bisschen vertraut vor. Aber gut, wo ist eine Tankstelle? Wir müssen mal gucken. Ich glaube, hier in der Nähe sollte eine sein. Ey, nicht so schnell, Alter. Rasen ist hier nicht erlaubt. Ich glaube, auf der Grove Street ist die nächste Stelle. Ja. Die muss nicht weit weg sein. Yo, und ich habe schon die erste Tankstelle gefunden. So, Leute, wir parken das Teil einfach mal ganz entspannt hier. Wie der einfach aussieht. Na gut, ich habe das Geld auf jeden Fall nötig vom Überfall. Okay, das ist ein Überfall. Geben Sie mir sofort das Geld und packen Sie das Geld in den Sack. Beeilung, sofort. Oh, der wollte sogar Waffe ziehen. Nee, mein Freund. Geben Sie mir das Geld, schnell. Beeilung. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Bitte, Beeilung. Komm schon. Na los, wie viel Geld hast du, mein Freund? So, komm, gib mir jetzt viel... $540? Scheint wohl bei euch nicht so gut zu laufen. Oh Gott, 2 Sterne haben wir. Hilfe, Leute. Okay, jetzt müssen wir eine Verfolgungsjagd machen. Oh mein Gott, und sogar die Ballers greifen mich an. Okay, Leute, entspannt euch mal. Nein, der hat meinen Reifen platt gemacht. Hilfe. Oh, wie Franklins Gesicht einfach guckt. Wie er einfach so richtig ernst. Nein, wir sind gecrashed. Okay, wir haben unser nächstes Auto und eigentlich brauchen wir das sogar, weil wir haben jetzt eine 2-Sterne-Verfolgungsjagd und ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber mit dem Caddy ist es ziemlich schwierig zu entkommen, aber wir kommen immerhin schon mal fast aufs Tempolimit. Das ist schon mal crazy. Oh nein, da ist die Polizei, Leute, die verfolgt mich gerade von hinten. Okay, Vorsicht, das kriegen wir hin, Leute. Wird er mich reincrashen? Oh nein, der wird mich safe reincrashen, aber wir haben den Vorteil, dass das Ding richtig wendig ist und ich muss nach hinten gucken, Leute, denn er wird gleich volle Karacho auf mich drauf fahren. Oh mein Gott, ey, das ist ja die härteste Verfolgungsjagd überhaupt. Junge, das erinnert mich wie an dieses Spiel, das ich gerade gespielt habe erst. Okay, wir nehmen ein paar Abkürzungen, Leute. Wir nehmen so ein paar Shortcuts, so. Oh mein Gott, Leute, wir kriegen das, glaube ich, hin. Ich glaube, wir können sogar entkommen. Das sieht gut aus. Oh, okay. Ihr kriegt mich nie. Die Polizei kriegt mich nicht. Ich bin sogar wirklich am Entkommen der 2-Sterne-Verfolgungsjagd. Und Leute, ich muss euch leider enttäuschen. Das ist erst Teil 1 der Prüfung. Wir haben nämlich noch einen zweiten Teil der Aufgabe. Und zwar müssen wir noch eine weitere Tankstelle ausrauben. Ich glaube, das sollten wir hinbekommen. Wir müssen nur entkommen. Nur entkommen. Okay, ich glaube, wir sind gleich entkommen, Leute. Ja. Da ist die nächste Tankstelle. Oh mein Gott. Yo, das ist so gut. Wenn wir jetzt den Stern entkommen, können... Ja. Yes. Oh mein Gott, Leute, es läuft alles nach Plan. Clifford, du hast hier keine Chance. So, dann gehen wir mal hier rechts rein und auf zur Tankstelle. Ich hoffe, das ist eine von denen, wo man reingehen kann. Es wäre jetzt echt nicht cool, wenn man... Es ist eine Tankstelle, wo man nicht reingehen kann. Rockstar Games, bitte. Bringt in GTA 6 es raus, dass man in jedes Gebäude reingehen kann, was eine Funktion hat. Und bringt das Tanken ins Spiel. Ich würde es so übelst fühlen, wenn man auch so Benzintank irgendwann nachfüllen muss. So alle 10 Minuten tanken. Das wäre schon ein echt cooles Feature. Oder? Nein, Spaß. Ich meine, das für RP wäre das schon cool. Jungs und Mädels, wo soll ich denn bitte die nächste Tankstelle finden? Hilfe. Wisst ihr was, Leute? Komm, ich crash das Auto. Okay. Leute, langsam wird das Ganze mal ein bisschen interessant. Wir sind in einem alten Renault Twingo. Und die mich kennen, die wissen, dass ich auch früher einen Twingo hatte. Und ich muss sagen, ich habe noch den etwas neueren. Und Leute, ich bin damit gefetzt. Und ich weiß, wie schnell der ist. Meiner konnte sogar 160 fahren. Aber das ist ein älterer Modell. Und ja, ich kenne noch die alten Rücksitze. Oh, Junge, wie die aussehen. Aber immerhin, wir haben einen Cupholder und grüne Fensterheber. Wenn das nicht eine Special Edition ist. Okay, dann schauen wir mal, was das Baby so drauf hat. Einmal erst ein Soundcheck.
Ja, okay, hört sich nach einem Auto an. Und jetzt ein Speedtest. Let's go! Okay, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 74 km/h. Okay, das ist gar nicht mal so ultra schlecht. Immerhin fahren wir jetzt mit dem normalen Verkehrsfluss. Jetzt beginnt die Challenge erst interessant zu werden. Denn ab jetzt, Leute, werden die Autos Stück für Stück schneller. Ich werde aber noch nicht so oft crashen. Denn ich weiß nicht, was für Aufgaben mich erwarten. Okay, warte mal. Was? Was ist das? Wir sind ein Baguette-Auto und mit Donut-Reifen. Okay, ich habe keine Ahnung, wer dieses Auto erfunden hat, aber das Ding soll schneller als mein alter Twingo sein. Oh mein Gott, das ist er. Der fährt sogar fast 100 km/h. Junge, der Wagen geht ab. Oh, Vorsicht, Vorsicht, der LKW hat Vorfahrt. Oh mein Gott, der Wagen, der zieht schon, Leute. Der ist gar nicht mal so schlecht, ist völlig lautlos. Wahrscheinlich hat Homer Simpson diesen Wagen höchstpersönlich geholt mit diesen ganzen Donut-Reifen. Naja, auf jeden Fall muss ich sagen, wendig ist der kleine Kerl. Okay, sie hätten eigentlich statt einem Baguette auch ein normales Brötchen nehmen können. Aber ich will mich nicht so allzu sehr beschweren. Das, was ich aber sagen wollte, ist, dass wir noch nicht zu oft crashen sollten, weil es kann ja sein, dass Aufgaben kommen, die ein langsames Auto brauchen. Komm, wir nehmen den Shortcut hier. Was soll schon schief gehen? Okay, okay, okay. Diesen Pöller habe ich nicht bedacht. Diesen Pöller habe ich nicht bedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorsicht, Vorsicht, jawohl. Oh, da ist mitten auf der Straße noch so ein Pöller. Okay, jetzt ist es nicht gut, dass ich den Weg genommen habe. Ich hätte einfach die Straße entlang fahren sollen. Warum mache ich mir die Challenges so schwer? Aber ja, wir sind da, Leute. Hier ist die nächste Tankstelle. Und ja, ich will auf jeden Fall jetzt ein Baguette haben erstmal. So, zweiter Überfall. Packen Sie das Geld jetzt sofort in den Sack. Auf jeden Fall beeilen Sie sich sofort. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der will schießen. Oh mein Gott. Yo, yo, yo. Sie hätten den anderen Weg nehmen sollen, Mister. Sie hätten den anderen Weg nehmen sollen. Na gut, vielleicht haben Sie auch ein bisschen mehr in der Kasse. Ja, $10. $50. Junge, die hatten nur $100 in der Kasse. Aber egal, wir haben 2 Sterne bekommen. Das heißt, Leute, wir müssen jetzt sofort auf die Flucht. Und ich werde direkt angeschossen. Wer sind die beiden? Ich habe keine Ahnung. Let's go, Leute. Auf geht's. Junge, voll 180 Grad Baguette-Drehung. Okay, okay, Leute. Der fehlende Motorsound macht die Spannung echt nicht besser. Oh, 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 oh. Okay, wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, Leute. Okay, wir entkommen gut. Wir sind gut dran. Ich glaube, vor mir ist einer. Na los, Gas, 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 Gas. Wheelspin, Wheelspin. Okay, okay, okay. Ich weiß nicht, ob wir im Radius sind. Jo, es sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Okay, ich gehe hier rein. Hier rein. Achtung. Yes, let's go. Wir sind entkommen und damit ist die zweite Aufgabe erledigt. Oh, und wie gerufen, ruft Clifford direkt an. Was ist meine dritte Aufgabe? Okay, ich hoffe, dein Auto ist noch nicht zu schnell. Deine dritte Aufgabe. Fahre 60 Sekunden mit Top Speed. Tschüssi. Oh nein, wisst ihr, was ich gemeint habe, als ich gesagt habe, dass ich nicht ein zu schnelles Auto will? 60 Sekunden mit Topspeed mit 100 km/h fahren? Ja gut, kann ich mir den Ort aussuchen? Ich weiß es nicht, aber ja, Leute. Topspeed heißt ja nicht, dass ich ab dem Start, dass der Timer zählt, sondern ab dem Moment, wo die Topspeed erreicht wird. Okay, dann setzen wir uns am besten auf eine Stelle, wo wir schnell fahren können. Ich glaube, wir nehmen einfach den Highway von der Strandseite aus. Komm schon, wenn ich crashe, dann setze ich der Timer auch zurück. Okay. Okay, wir fangen an, Leute. Topspeed-Timer beginnt ab jetzt. Okay, alles klar. So, dann würde ich sagen, wir müssen jetzt einfach nur eine Minute lang unter diesen Konditionen fahren. Sollten wir entspannterweise eigentlich hinbekommen. Oh mein Gott, ist der Verkehr schlimm. Oh mein Gott, das macht es ja doch ein bisschen schwieriger. Vorsicht, Vorsicht, Baguette im Anmarsch. Die Brötchenlieferung ist ein bisschen spät dran, deswegen muss ich mich gerade beeilen. Leute, bitte biegt keiner nach rechts ab. Oh mein Gott, oh. Okay, wenn wir hier durch sind, sind wir safe. Wenn wir hier durch sind, sind wir safe. Dann sind die Spuren ein bisschen breit. Jetzt können wir ganz entspannt auf der Mittelspur fahren. Oh Mann, der Porsche zieht mich weg. Ey, 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 Mann, Alter, übertreib's mal nicht. Ich weiß, du hast ein schnelleres Auto. Aber ja, Leute, mehr als die Hälfte der Zeit ist schon mal vorbei. Okay, noch, glaube ich, circa 15 Sekunden. Und jetzt wird's ein bisschen tricky. Let's go, Leute, wir haben's gleich. Ja, wir haben's. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ich weiß, ich glaube, das war exakt eine Minute. Aber hier kann ich erstmal kurz Pause machen, Leute. Wir haben schon 3 von 5 Aufgaben erledigt. Das ist crazy. Wir sind heute richtig gut drauf. Und ich weiß noch nicht mal, was für ein Auto wir kriegen. Also würde ich sagen, komm, crashen wir einfach. Let's
go! Wow, yo, das ist das erste normale Auto, was wir jetzt bekommen haben. Und zwar ist es ein alter Mercedes. Und ja, zugegeben, ich war nie so ein Fan von diesen alten Mercedes-Teilen. Ich fand die übertrieben hässlich. Mit diesen Viereckscheinwerfern, die sehen ganz komisch aus. Da fand ich BMW früher geiler. Aber ich muss sagen, in dem lila Ton macht das schon was aus. Aber ja, wie schnell ist es? Das prüfen wir mal. Aber davor schauen wir, was unsere vierte Aufgabe ist. Okay, Clifford, ruf's an. So, was ist die nächste Aufgabe, Mann? Deine vierte Aufgabe. Hier musst du sehr schnell sein. Springe mit der Rampe über den Elmosee. Oh, was? Ich soll... Yo, ich soll mit dem Auto eine Rampe nehmen, um über den Alamosee zu springen, damit ihr für ein kleines Verständnis habt, wie breit der Alamosee ist. Es ist hier egal, von welchem Punkt ich über dem Alamosee springe. Egal, ob es von hier nach da ist oder von hier nach da. Wir suchen uns einfach die Stelle, wo der kürzeste Abstand ist. Und zwar soll der, glaube ich, hier sein. Und da müsste eine Rampe platziert sein. Wir müssen, glaube ich, genug Schwung benutzen. Oder es kann sein, dass es hier ist, weil hier eine lange Straße ist. Wenn wir es schaffen, über diesen großen Abstand zu springen, haben wir die Challenge geschafft. Kann ein Auto normalerweise in GTA 5 das schaffen? Nicht, wenn es unter 300 km/h fährt. Das geht nicht. Okay, dann würde ich sagen, Leute, fahren wir erstmal ein bisschen und gucken mal, wie schnell die Kiste ist. Und ja, 50 km/h, 60, 70, 80, 90. Oh Mann, Leute, das wird nicht reichen. Es sei denn, das Teil hat aus irgendeinem Grund einen Turbo-Boost. 120 fährt er schon mal. Komm schon, der Wagen kommt nicht mal auf Top-Speed. Ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, um über den Alamosee zu springen. Und wie schwer wird eigentlich die fünfte Aufgabe? Vielleicht ist Ziel der Aufgabe, dass ich mit dem langsamstmöglichen Auto fahre, damit die fünfte Aufgabe für mich leichter wird. Ich weiß nämlich nicht, was mich erwarten wird. Das ist ja das Tricky an der Sache. Ich kann nur Upgrades kriegen, keine Downgrades. Aber ja, immerhin ist das Ding schneller als andere. Oh, okay. In den Kurven fährt sich das Ding schon komisch. So, Leute, jetzt müssen wir aber voll Karacho hier in die Rechtskurve rein. Let's go. Oh, nein. Oh. Yo, was ist das für ein Auto, bitte? Es ist das Apple Car. Oh, und rest in peace an Apple, dass sie das Autoprojekt abgebrochen haben. Es wird also nicht Realität werden. Also bleibt es ein GTA 5. Junge, wir haben einfach das Apple Car. Und es ist eins der simpelsten. Und das Lenkrad sieht ja richtig räudig aus. Wer hat das denn designt? Tim Apple oder was? Okay, mal schauen, was diese Kiste so drauf hat in der Topspeed. In 3, 2, 1 und lasst ein Abo da. Wir geben jetzt Vollgas. Und ja... Yo, okay, 100 km/h, 150, jo, der Wagen ist schon schnell, aber der wiegt auch richtig viel. Okay, okay, 170, ich bin fast gecrashed, ich will das Auto noch nicht abgeben. Das wäre jetzt echt traurig, wenn ich crashe. Okay, ah, der zweite muss nicht sein. Wow, okay, okay, das Upgrade ist cool, Leute. Ist das ein Supra? Ja, wir haben einfach einen Toyota Supra bekommen und, Junge, der Wagen geht ab. Der Wagen ist schnell. 200 km/h fährt er einfach. Okay, okay. Ich glaube, das Projekt könnten wir mit dem Toyota Supra mal testen. 200 km/h könnte vielleicht ausreichen. Der ist schon schneller als ein normales Auto in GTA, oder? Na gut, mal schauen, was es für... Moment. Bin ich gerade gecrashed? Nein. Ich habe einen Kratzer. Oh nein. Oh mein Gott. Wir haben einen Lambo bekommen. Einen Huracan Performante. Okay, der Wagen muss doch was leisten. Okay, mal schauen, Leute. Ich glaube, wir haben den Boost-Knopf noch nicht. So, Leute, jetzt Vollgas, Alter. Mal gucken, wie schnell der ist. Okay, 200 kann er schon mal toppen. So, gucken wir mal die Top-Speed. 250, 260, okay. Damit können wir arbeiten, Leute. Okay, oh, ich sehe die Rampe. Da ist sie, Leute. Okay, ja, der Verkehr wird noch ein kleines Problem, Leute. Was macht der bitte? Ist er da durchgefahren? Okay, also der Sprung wird ziemlich tricky werden über den ganzen Alamosee von hier. Na ja, Leute, wir probieren es einfach mal 260 km/h. Das Problem ist, wenn wir es nicht schaffen, verlieren wir das Auto natürlich und wir kriegen direkt das Stärkere. Es zählt also als Crash. Okay, Leute, Versuch Nummer 1. Let's go, Vollgas. Come on. Come on, ich glaube daran. I believe. I believe. I believe the things can fly. Und let's go! Ja, das sieht gut aus. Sieht nicht so gut aus. Oh nein. Oh mein Gott. Was?
Was ist das für ein Wagen? Es ist ein McLaren P1. Aber ich glaube, in der Sonderedition, vor allem noch in der Senna Edition, von dem alten Formel 1 Wagen, den kennt ihr noch von Ayrton Senna, Leute, dem ehemaligen Formel 1 Weltmeister. Junge, der P1 GTP oder GTR. Junge, sieht das nice aus. Okay, aber hier geht es nicht um Optik, sondern um Geschwindigkeit. Und jetzt ist die Frage, was kann das Ding leisten? Wir testen es erstmal aus in der Top Speed. Schauen mal, Leute, wie schnell der ist. Okay, und deswegen fahren wir erst einmal hier auf dieser geraden Strecke, Leute. Einmal kurz mit Vollgas. 100, 200, 300... 380, Junge, das Ding kann 380 fahren. Junge, wird das reichen? Mal schauen, es sieht gut aus. Der McLaren ist wild, der ist wild. Und Leute, wisst ihr, worauf der auch noch wild ist? Diesen Sprung zu schaffen. Und deswegen werden wir jetzt Vollgas geben. Let's go. Okay. Wir dürfen auch bloß nicht in ein Auto rein crashen. Das ist auch ein Nachteil von dieser Rampe. Aber gut, Leute, es sieht gut aus. Top Speed ist erreicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das wird knapp. Das wird close. Das wird richtig schlecht werden. Nein! Oh Gott, Moment mal kurz. Moment. Hier ist eine Stelle, wo man fahren kann. Ist das Teil des Alamo-Sees? Also ich meine, den Wagen kann ich noch fahren. Wenn ich jetzt einfach Vollgas gebe, kann ich da vielleicht mit einer Welle drüber fahren, dass ich hier... Oh Leute, wenn das jetzt passt, passt mal auf. Wir warten auf den richtigen Moment, nutzen die Speed und jetzt. Jetzt! Na los! Nein! Oh Gott! Es war so knapp. Wir hätten es fast geschafft. Der sieht wild aus, Leute. Ein Audi. Keine Ahnung, was das für eins ist. Der sieht auf jeden Fall ganz krass aus. Ich glaube, den gibt es noch nicht mal auf dem Markt. Das ist ein E-Tron. Okay, also Drehmoment damit auf richtig großer Performance. Vorsicht, da ist der Zug. Und nein, es ist nicht der Harry Potter Zug. Also, Musik weg. Das ist nämlich ein normaler Zug. Das ist normale Schiene. Und let's go. Come on. Komm schon. Ich glaube daran, Leute. Ich glaube daran. Yo, das sieht gut aus. Das sieht viel besser aus als vorher. Oh mein Gott. Ja, yes, Leute. Jetzt dürfen wir nur noch nicht crashen. Und perfekt gelandet, Leute. Wir haben den Alamo-See überkreuzt und damit die vierte Aufgabe erledigt. Und es fehlt nur noch eine für die letzte Challenge. Und deine letzte Aufgabe. Schau eben in den Himmel. Siehst du diese Rundstrecke? Hier musst du drauf fahren und einfach nur schlappe 2500 Kilometer pro Stunde erreichen. Dann sind alle Aufgaben geschafft. Hä? Clifford, wovon redest du? Ich soll in den Himmel schauen. Was meint ihr denn damit? Ich soll da in... Wow. Wo kommt das jetzt her? Wow. Was ist das? Seht ihr das? Ist das eine Rennstrecke? Junge, das sieht aus wie eine Rennstrecke. Die geht einfach über die... Moment, geht sie auch auf der anderen Seite weiter? Ich glaube, ich sehe es nicht ganz, aber ich glaube, dass diese Rennstrecke tatsächlich über die gesamte GTA 5 Map geht. Aber gut, nehmen wir die Challenge an. Oh mein Gott, ich stehe tatsächlich auf dem Rundkurs und hier sollen wir 2500 km/h erreichen. Wir setzen uns das hier als Zielpunkt und ich glaube, wir brauchen ein sehr, sehr schnelles Auto. Mal schauen. Ich habe den Audi technisch gesehen auch eigentlich gecrashed, deswegen nehmen wir einfach mal direkt das nächste Auto. Let's go, Leute. Wir haben einfach einen Dragster freigeschaltet. Und ihr kennt den, Leute. Der Wagen geht ab wie Sau. Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich würde sagen, jetzt zählt's. 2500 km/h in 3, 2, 1. Let's go. Okay. 300, 400, 500. Na los, schneller. 600. Komm schon. Na los, mehr Speed. Hat das Ding... Oh, Junge, Alter, wie sieht das denn aus? Holy moly, das sieht ja gruselig aus. Wir kommen nicht über 660. Nein, 666 ist das Maximum. Vorsicht, okay, stopp. Stopp, Leute, stopp. Der Wagen hat nicht das Zeug dazu. Der ist zu langsam. Der wird das nicht schaffen. Vergesst es. Wir fahren jetzt noch einmal zurück und dann werden wir einfach verfolgt machen. Wir nehmen jetzt einfach... Moment, ich könnte ja Curb-Boosting machen. Vielleicht geht das noch, diese alte Technik. Ja... 670, 690. Es funktioniert. Ich kann schneller fahren. Komm schon. Komm schon, noch schneller. Komm.
700, aber das ist echt das Maximum. Mehr kann der Wagen nicht. Mehr kann der Wagen nicht. Wir crashen und holen uns den nächsten Wagen. Bam. Okay, das Teil wird es sein, Leute. Das Ding sieht aus, als wäre es eine Rakete für den nächsten Mondlandeflug. Und ich glaube, das Ding hat auch in Real Life richtig viel drauf. Mal schauen. Der Wagen muss es sein. Der muss 2500 km/h erreichen. Okay, meine Damen und Herren. Seid ihr ready für das Experiment? 2500 km/h. Wir beginnen ganz leicht. Let's go. Oh Gott. Oh Gott. Nitro Boost. Ja, komm schon. Komm, warte. Vielleicht mit Franklins Spezialfähigkeit. Oh, es ist schwer. Er wird langsamer. Okay, Moment. Wir machen erstmal die Runde, Leute. Ganz entspannt, Wir kriegen das schon hin. Oh, nein, ich bin gecrashed. Nein, mein Spiel ist gecrashed und ich habe keine Autos mehr übrig gehabt. Das bedeutet, Freunde, was war jetzt die letzte Topspeed? Können wir kurz mal in die Vergangenheit zurückgehen? Wie viel Geschwindigkeit war das? War das 2500? Ich glaube, es war knapp. Ich habe es leider nicht geschafft, Leute. Ich habe einfach unterschätzt, dass wir die Wand berührt haben. Oh mein Gott, das tut mir so weh, Leute. Wir hätten die Challenge mit dem Fahrzeug schaffen können. Aber ja, das heißt, wir haben die Challenge nicht geschafft. Aber Leute, ich werde nicht aufgeben. Wenn ihr wollt, dass wir diese Challenge nochmal machen, vielleicht nicht mit, das Auto wird schneller, sondern das Auto hat mehr PS, dann lasst einen Daumen nach oben da. Zeigt es mir, dass ihr mehr sehen wollt. Zerstört den Like-Button. Abonniert den Kanal gerne. Mann, das ärgert mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein, IDs raus und ciao.